Spieglein. Ein Spiegel, sie zu messen und ins Dunkle zu treiben. Guten Morgen, Frau Strauch. Ihre heutige Hautanalyse legt nahe, dass Sie stark übernächtigt sind. Was? Blöder Spiegel. Basierend auf Ihren heutigen Messdaten habe ich für Sie ein Schminkpad für Ihre Augenringe zusammengestellt. Was? Sie können es sich im Badschrank ausdrucken lassen. Ich will schlafen. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie um 10 Uhr einen Termin haben? Nein, darfst du nicht. Ich bin aber Ihr persönlicher digitaler Spiegelassistent 603. Ich bin darauf programmiert. Das ist mir egal. Gestern, die Party. Soll ich der Kaffeemaschine Bescheid geben, dass sie einen Kaffee machen soll? Nein. Oder besser zwei Kaffee? Nein, kein Kaffee. Mir ist nicht gut. Haben Sie sich gerade über meine Frontseite erbrochen? Ja, es musste raus. Verdammte Sauerei. Ich kann Sie beruhigen. Da ich mit Nanopartikeln beschichtet bin, perlt es von mir ab. Wünschen Sie, dass ich das Erbrochene medizinisch analysiere? Diese Medizinüberwachung kotzt mich an. Nicht so laut. Bitte leise. Was machen Sie in meinem Bett? Wer sind Sie? Ich starte einen Gesichtserkennungsabgleich. Raus aus meinem Bett! Ach, Mandy. Wieso duzen Sie mich? Hast du auch solch einen Kopf? Davon ist auszugehen. Sie hat sich auf meine Frontseite erbrochen. Hey, ist das einer von den neuen Medizinspiegeln? Cool. Wer sind Sie? Das ist Jens Dormann. Er arbeitet in der Finanzabteilung Ihres Arbeitgebers. Was? Ich habe einen Gesichtsabgleich gemacht. Wie? Sie sind zu 97,54% heute Nacht mit Jens Dormann nach Hause gekommen. Dein Spiegel hat recht. Wieso? Naja, gestern auf der Firmenfeier. Da... Naja, du... Ich? Wir sind uns näher gekommen. Wir sind uns... Nun... Hatten wir etwa... Sie hatten Geschlechtsverkehr. Was? Wollen Sie die Aufnahme hören? Du hast alles aufgezeichnet. Sie haben sich für das Premium-Tracking-Paket entschieden. Ich mache gerade eine Diät. Ich wusste doch nicht... Ich kann die Aufnahme löschen. Darum will ich auch bitten. Stopp! Wie jetzt? Ich glaube... Ich habe einen Filmriss. Filmriss? Unbekanntes Wort. Ich schlage nach. Ich muss mich erinnern. Wollen Sie das aktuelle Kinoprogramm angezeigt bekommen? Was riecht hier eigentlich so? Frau Strauch hat sich über meine Frontseite erbrochen. Igitt. Ich habe das Erbrochene analysiert. Sie sind schwanger. Wie jetzt? Oh. Schwanger? Oh. Bin ich der Vater? Ich zerschlag dich! Das dürfte aufgrund meiner Nanobeschichtung schwierig werden. Trotzdem! Dann müssen Sie aber noch 7 Jahre die Leasingraten für mich abbezahlen. Egal! Mandy, das ist nur eine KI. Die ist es nicht wert. Verdammt! Bin ich nun der Vater? Nein, das sind Sie nicht. Ich fasse es nicht! Wünschen Sie doch 2 Tassen Kaffee. Ja... Frau Strauch, das ist Ihr 10-Uhr-Termin. Aha. Soll ich die Aufnahme der letzten Nacht löschen und den Vater Ihres Kindes hereinlassen? Sie hörten Spieglein. Die Sprecher. Spiegel. Ich bin aber Ihr persönlicher digitaler Spiegelassistent 603. Ich bin darauf programmiert. Dominik Alexander Klein. Mandy. Ich glaube, ich habe einen Filmriss. Yvonne.
Klein. Jens. Bin ich der Vater? Mike Schlünzen. Intro, Credits und Skript Sascha Kubert. Cut Mike Schlünzen. Cover Yvonne Klein. Sounds und Musik von freesound.org. Ein Kurzhörspiel von hörspielprojekt.de aus dem Jahr 2020 unter CC-Lizenz.